Willkommen zurück zu Spec Ops The Line Folge 3. Das letzte Mal, ja, wurde hier der Man of CIA, also der CIA-Mann, ja, umgebracht von einem Soldaten der Damn Search Cert, der Truppe, die wir suchen sollen. Und da steht doch schon einer. Ja, das Level kann ich mich noch gut erinnern. Und zwar genau deswegen. Ja, das war super. Geht mir genauso, wie ich das letzte Mal es gespielt habe. Ach ja. Werd hier einfach weggeholzt. Einfach so. Ohne Gnade. Ja, auf jeden Fall wurde das letzte Mal irgendein Soldat, der Damned 33rd, ja, gefangen genommen. Von einem CIA-Agenten. Und der hat den CIA-Agenten einfach mal platt gemacht. Gut, brauchen wir nicht. Können wir mal überspringen. Ah ne, der war Munition, ne? Egal. Verdammt! Alles CIA-Zeug. Das war anscheinend ihr Versteck. Zivilisten als Schutzschild nehmen? Nicht gerade eine heldenhafte Taktik. Ist normal für die CIA. Ja, aber US-Soldaten zu killen nicht. Ich kenne die nicht, aber sie sind von der CIA. Wer sollten die sonst sein? Die kennen unsere Order. Sind sie? Bittet sie! Scheiße! Kontakt! Feuer erwidern! Einer ohne Deckung liegt hier um! Jetzt hat er unseren eigenen Mann gekillt, kann das sein? Ja, schafft das denn mal zu töten? Das waren Soldaten. Welche von uns? Es war Notwehr. Soll's auch nicht. Na, bleiben wir jetzt bei der AK, komm. Da bleiben wir jetzt einfach mal bei der Waffe. Ich meine, die gibt's ja hier wie Sand am Meer. Wohl die UMP? Dann schauen wir uns die mal an. Das ist unser Ausgang. Los. Wir können ja da mal im Vergleich zur Pistole die AK noch mitnehmen. Haben wir zwei große Waffen. Mist. Feuer erwidern! Die töten uns, wenn wir sie nicht töten. Los, Feuer! Feuer! Nett. Zurück! Geht in Deckung! Scheiße! Wir sterben hier wie die Fliegen! Halt ihn auf! Feuer! Verdammt, wir sind nicht von der CIA! Wir sind Delta Force! Granate. Tut mir weh? Die tut mir weh, scheiße. Heute wird gestorben. Leider. Die ersten zwei Parts waren so gut und jetzt irgendwie noch im dritten Part. Das ist ja geil. Ich hoffe, wir starten nicht wieder oben am Loch. Ladezeiten sind eigentlich okay soweit, ne? Für so ein 6 Jahre altes Spiel inzwischen. Da vorne ist Tageslicht. Das ist unser Ausgang. Los! Hier geblieben! Stehen bleiben! Tun Sie sich selbst einen Gefallen! Was? Die 33. Jetzige Attacke! Mist! Feuer erwidern! Die töten uns, wenn wir sie nicht töten! Los, Feuer! Scheiße! Wir sind Delta Force. Wir wollen helfen. Scheiße, sagen euch die Worte. Fangen die Feuer. Herrgott, wir sind von der CIA. Auf und hinterher. Halt, mit Schrotflinte unterwegs. Passt auf. Jetzt habe ich keine Granaten am Start. Schlecht. So, erledigt. Ist noch erledigt. Da hinten kommt noch welche. Das sollte vielleicht auch treffen. Er ist ungedeckt. Leg ihn um.
Ach, mach was, ne? Dann rissen wir ja. Das waren alle. Wo ist die andere Waffe? Und wer röchelt da noch so vor sich hin? Da. Alter, was geht hier ab? Hört mir gar nicht das Geröchel. There's no firearms in the camp. Keine Waffen im Lager, okay. Okay, wir müssen weiter, bevor noch mehr von denen auftauchen. Noch mehr amerikanische Soldaten? Deserteure. Und was machen wir? Wenn wir was tun wollen, müssen wir John Conrad finden. Was bringt das? Du sagst doch, die sind desertiert. Conrad ist zu pflichtbewusst. Die 33. mag desertiert sein, aber der Colonel hätte da nicht mitgemacht. Was macht dich so sicher? Weil ich den Mann kenne. Mach das mal auf. Kein Problem. Was ist denn los? Das sieht aus wie ein Hotel. Und sowas. Die 33. treibt Zivilisten zusammen. Wieso? Oh shit. Wir werden alle töten. Wir dürfen das nicht zulassen, die Knie. Tun wir auch nicht. Dann nichts mehr runter da. Tempo. Viele von euch stellen sich jetzt die gleiche Frage. Warum? Ich möchte euch das selber fragen. Es gab keinen Grund für all das. Es herrschte Waffenstillstand. Ihr habt sie gebrochen. Ihr habt die Chance, euch zu ergeben. Ihr wolltet nicht. Wieso? Wieso habt ihr das gemacht? Ihr wolltet es so. Okay. Er kommt aus der Deckung! Bedrohung eliminiert! Sie bewegen sich! Na toll. Steckt sich da hinten. Mist, bin leer! Wo ist er denn? So, wo sind sie denn? Nachladen. Das ist eine Mutter mit ihrem Kind. Auch wieder cooleres. Schrecklich muss es sein, wenn du dich jetzt gar nicht wehren kannst, ne? Wenn man da kann es Bumm machen, dann machen wir mal Bumm. Werfen wir mal die Granate raus. Das gibt heute Fleisch. Weil es da auch nicht geschossen von da unten. Wo schießen denn alle auf mich? So. Also die mal darüber. Sehr gut. Da kommt
hinten sehen die mich ja eher weniger, ne? So, jetzt haben wir die M4A1. Oh ja. Baby? Jetzt hat's ihn erwischt. Sehr gut. Okay. Wenn wir nachladen, wir können. Die Pistole behalte ich mal. Gar nicht so übel ist. Rechts erreicht, erwischt haben. Erwischt. Drei auf einmal, sehr gut. So. Das wäre erledigt. Meint es? Au, voll ins Gesicht. Auch der voll ins Gesicht. Die beiden. Hier ist der Respawn-Punkt. Hallo? Sehr gut. So gut, wie es halt sein kann, seine eigenen Leute umzubringen. Kann ich runterschleichen? Ja, kann ich. Sehr gut. Okay, jetzt Kontrollpunkt erreicht. Feind ist tot! Rücke vor, halt am Boden! Aufpassen, da kommt eine Schrotflinte! So, da rabimmelt, rabammelt, rabummt's mal. So. Jetzt halte ich mal hier eine andere Waffe, wenn's geht. Ein paar Granaten. So, jetzt gibt's schon happig nur mit Pistole. Feuer konzentrieren! Zieht auf den Typ mit der Schrotflinte! Aushalten! Feind ausgeschaltet! So.
keine Waffe oder was für mich? Also eine entsprechend gute. Ach, da liegt eine AK. Die mehr Muni? Die hat mehr Muni. Nehmen wir erstmal die. Wer redet da eigentlich dauernd? Ich glaube, es sind die Gegner, ne? Die haben auch eine lebhafte Fantasie. Die war halt außen rum, wenn ich da nicht drüber springen kann. Oh, was habe ich denn gerade da gemacht? Feind ausgeschaltet! So, dann haben wir mal dahin. Zum nächsten Kontrollpunkt, drüber hier. Ab durch das Lager hier. Naja, alles in Ordnung. Hallo? Ja, hallo? Oh, nee. Heute ist die Sterbefolge irgendwie. Heute ist irgendwie die Sterbefolge. Jetzt ist aber auch richtig anstrengend. Deswegen bin ich auch recht ruhig. Mit einem Call of Duty könntest du hier voll ausrasten, emotionsmäßig, aber so. Mm-mm. Nicht in dem Spiel. Hier wird nicht ausgerastet. Was haben wir da hier? Okay, die Granate sind ganz schön stark im Spiel. Tango erledigt! Ja, komm. Geh mal runter hier. Sorry, Dude, aber... So, haben wir die schon mal erledigt wieder. Munition noch füllen, dankeschön. Hier von der Seite die angreifen. Komm raus. So. Ist ja mal erledigt. Ja, ja. Wird schon funktionieren hier. So. Hack den Wichser! Aufrücken auf diese Position! Los, los, los! Das muss man
abkühlen, aber so kriegt man die eigentlich alle vom Hals. Wenn wir hier das Glas zerstören. Ja, was zur... Was war jetzt wieder los? Was war denn jetzt schon wieder? Oh, Leute. Bin ich jetzt da niedergeschossen oder was? Wo ist der Kontrollpunkt? Ich hoffe am MG, bitte. Ja, hier. Ja, ist noch irgendwo her. Komm schon. Das hat er vorhin schon gemacht. Ach, jetzt. Das ist ein gescriptetes Event, das sollte man mir auch sagen. Und steh uns bei. Oh ja, Gott, steh uns bei. War das alle? Ich denke, das war's. Und die Zivilisten? Haben die Soldaten sie mitgenommen? Ja, haben sie. Da braucht man keinen Dolmetscher mehr. Was sagen Sie jetzt? Die wollen, dass wir abhauen. Wir sollten verschwinden und die Leute trauern lassen. Ja, das ist ja auch das Mindeste. Kommt. Alles okay, Walker? Du bist so ruhig. Ich denke nach, was wir jetzt machen. Willst du uns deine Gedanken mitteilen? Tja, nach Lage der Dinge glaube ich, es gab Kämpfe innerhalb der 33. Naja, und die Sieger? Beschlossen zu bleiben und Dubai zu übernehmen. Klingt nach Chaos. Ist es auch. Die CIA war wer weiß wie lang hier, um aufzuräumen. Lang genug, um zu wissen, was in dieser Stadt vorgeht. Auch was mit Conrad los ist? Genau. Wenn wir die CIA kontaktieren können, finden wir auch Conrad. Oh mein Gott. Was ist? Ich krieg hier was rein. Das müsst ihr euch anhören. Lass mal hören. Ihr Name, der Ihrer Einheit. Agent Dan der CIA. Gut. Was wollen Sie und Ihre Männer in Dubai, Agent Dan? Wir suchen nach Überlebenden. Okay. Er sagt wohl die Wahrheit. Das reicht, Hugo. Ja, Sir. Kannst du das Signal orten? Schon passiert. Kommt von da drüben. Jetzt wissen wir, dass einer von noch da lebt. Drüben, okay. Sogar mehr als einer. Wenn die 33. den Scheiß sendet, hat das einen Grund. Du denkst, ein Köder? Wir beißen an. Das ist fair. Dann beißen wir mal an, aber erst in der nächsten Folge. Ja, die Folge ist wieder vorbei. Leider wurde heute zu oft gestorben, mindestens einmal zu viel. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus und Fitti.